Ja! Oh, Leute, es rennt gerade. Wie Durchfall. Wie Durchfall. Es läuft einfach super. Hey, Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum neuesten CSGO Matchmaking auf Inferno. Ich hoffe, die Mates sind nice. Hello, Team. Okay. Aber dann gehe ich halt auf A, was soll's. Apartments, at least three, they're coming. Fuck! Oh Gott, alle nein! Oh shit, oh shit. Ist sowas zu glauben? Wie kann man nur so scheiße Pech haben? Mein Spot ist belegt, ja, dann gehe ich woanders hin, dann sind sie da alle. Und ich bin nicht rechtzeitig da. Das hätte 5 Headshots gegeben, verstehst du? Und die wären tot gewesen. Alter, da Alligator am Start. Ich habe keinen Bock, wieder zu spät zu sein, gell? Es ist scheinbar B, die Jungen. Bomb ist B. Let's rotate, yeah, incoming. Oh shit! Oh, Inhuman Collections, Leute! Danke für deine kleine Pimmelwaffe. Na, scheiße. Grün, was haben wir gemacht? Jawohl, weg ist er. Another one. T-Stairs, one. Underground, one. Nein, 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 sei doch oder fühl dich doch geflasht, wenn ich den Dico schmeiß, du Sack. Oh, Sternchen direkt in der Fette rund, Alter. Nass. So kannst ruhig öfter laufen, ne? Mit so einem Sternchen in der Hose, da macht schon Spaß zu spielen. Are you sure about that? Ja, yeah, apartment steps. At least two. Achtung. Lalalalalala. Voll den Kerl angefragt. Hier. Oh, die war so sick geworfen. Habt ihr diesen Schulterwurf gesehen? Mach ich bald ein Tutorial dazu. Was sagst du zu mir, hä? Bitch. Apartment still one. Komm, lasst euch jetzt nicht holen da unten, Leute. Nein, 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 oh Gott. Ich hab zuerst den hinten registriert und hab den gar nicht gerafft. Apartments is coming. Raffiniert, das kleine Schweinchen. Haben sie geschickt gemacht, dass sie gerade gleichzeitig waren und der eine halt rechts im Dunkeln. Da hat er noch einen Assist eingefahren, der Tim Babler. Ja, ich hoffe natürlich, dass jetzt ultra das Game wird. Denn ja, es kam jetzt wieder, ich glaube, 3 oder vielleicht sogar 4 oder 5 Tage kein Matchmaking. Und ich weiß auch, dass es euer Lieblingscontent ist. Jetzt dachte ich mir, komm, Matchmaking, mein Sohn, aber... Hoffentlich läuft es halt auch. Ihr wisst, ich lade auch Losers hoch, auch schlecht gelaufene Spiele, aber natürlich ist ein... Hey! Psst, Alter, psst. Aber natürlich sind Spiele, die gut laufen, deutlich geiler, vor allem für mich, als andersrum. Oh, grün verschiebt einfach, okay. Finde ich nie gut, wenn derjenige verschiebt. Wenn wir einen in Apartments haben, dann sollte Short verschieben und Long stehen bleiben. Apartments. Er drückt mich direkt. Scheiße, ich hätte weggehen sollen dann. He's gone back. Meine Taktik ist halt noch nicht on point irgendwie. Oh, ich werde angeschossen. Ich gehe nochmal hin. Vielleicht trifft er jetzt ja nicht mehr. Okay, Leute. Ich muss jetzt halt ein bisschen mit der umspielen. Boost me, sagt er, Alter. Dreckarsch. Apartments is down. Tür und Mädchen, they're coming. Shit! Der hat mich einfach tot gemacht, der Bangot. Ich muss sagen, ich war gerade etwas beflügelt und deswegen bin ich da auf Mitte noch zusätzlich gegangen. Nachdem der Kerl in Apartments gefallen ist, dachte ich so, jetzt sind sie alle tot. Aber dann doch nicht. In solchen Momenten vergesse ich, dass ich nur eine Ump in der Hand habe und nicht eine M4 oder so. Und dann geht es eigentlich ziemlich in die Hose, keine Drop Lease. So, auf Long Range ist die Ump jetzt halt nicht so richtig nice, ne? Schon nicht schlecht, will ich nicht sagen, aber... Ah! Orange, ich gehe jetzt da hoch. Ha, 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 Orange, ha, 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 ha. Oh, was für eine geile Waffe. Nein! They're going City, to B. Die werden wieder zurückkommen auf A und dann bei mir versuchen zu blenden. Das war eine City 2, I think. Wenn ich ins Kill Guy gewesen wäre, wäre ich hingerannt. Aber wir wollen ja den Teamsieg und nicht den Kill-Sieg. Vor allem kommen aus solchen Hudeleien dann meistens diese ekligen Losers zustande. Einer wird killgeil, rennt irgendwo hin, er stirbt, er war ein wichtiger Mensch, weil er halt saugut ist, so wie ich. Was, Vorletzter? Und dann hat man schon verkackt, weil das Team dann echt am Struggeln ist. So, Gisela, komm mit. I need ya, Gisela, I need ya. Oh, Orange, ich glaube, ich bin vor dir auf dem Spot. Haha, tut mir wirklich leid. I'm so sorry, bruh. I'm so sorry. Ja, nicht mit mir, Mann. Was war das für ein komischer Sprung? Wenn er mit sowas kommt bei mir, verstehst du? Wenn er mit sowas kommt... Reiß ich ihm die Beine ab. So ein kleiner Springteufel. Ne. Ach, die Alligator. Die ist schon sick. See you later, Alligator. My life is shit. My life is bad. Ne. Ne, ne, ne. Ne, ne, ne. Oh. Oh, Mensch, gehst jetzt auf meinen Platz, wo ich die ganze Zeit so abrock. Du fischgesichtiges Stück. Oh, du gehst woanders hin. Fuck. Ich wollte noch sagen, ob der mich sieht. Ja, ihr Loser, ihr kleinen Stinkenden. Oh shit, B is open now. I go B. I go B. Nein, Green, ich geh B. Lass mich. Yeah, I think it's B. Flash on B. Smoke on B. They planted. Nein, 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 nein. Ja. One is backline on B. Ich hab's gefühlt, wenn ich ihn jetzt zerfiste, den Bombenleger, kann ich die Runde retten. Aber er war wirklich genau so an der Kante gestanden, dass ich ihn nicht rechtzeitig killen konnte. Also natürlich, bevor er eben die Bombe legt. Jetzt muss der Kollege halt huddeln, aber das wird er nicht schaffen. Ich denke, der eine ist rechts nach close verschoben in die dunkle Ecke und der andere schiebt Banane und aimt ihn jetzt. Ja, safe lieber. Obwohl es nur 2 sind. Ich weiß nicht, ob man gegen 2 Leute safen sollte. Er ist noch full, er hat alles, er hat eigentlich keinen großartigen Nachteil. Da wäre ich, glaube ich, eher auf den Sieg gegangen. Wie oft ist es, dass man
dann einfach mal richtig reinrockt und dann die Runde holt. Jetzt haben wir eine Runde echt abgegeben, obwohl die Chance bestand, sie zu holen. Aber ich will das jetzt nicht überkalkulieren, vielleicht war das auch gerade wichtig, dass er das gemacht hat. Wie steht's denn mit unserem Geld? Wir konnten alle kaufen, einer hat gedroppt, ein weiterer hätte droppen können. Ich hätte auch droppen können, hätte ich halt mein Geld nicht so krass ausgegeben. Also hätte ich droppen müssen, hätte ich es auch können. Also ich stelle mich dann auf Short in Pit rein. Ich hab keinen Bock, Short von Ding auszumachen da. Wenn du da vorne stehst und du guckst direkt auf Mitte, dann kommt einer Boiler und du bist tot. Hab ich keinen Bock drauf. Ich kann hier schön einen Molly schmeißen, wenn die kommen. One Short. Und ist on spot. Nice. Das fasse ich nicht. Ich habe ihm eins gegeben. Wow. Höchst gut von mir. Höchst gut. War das der Sack da hinten? Nee, das war jemand anderes. Frage, wo ist der hin? Ich denke, der ist direkt in Boiler rein und ist irgendwo in Apartments. Ja, da war ein Boiler drin. Ich hab's halt mal wieder gewusst. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Okay, das war ein leicht beschissener Start in Pit, aber das kann jetzt nur besser werden. Orange ist schon wieder vor mir. Ich hasse es. Ihr merkt direkt, dass ich schlechter werde, wenn ich nicht auf meinem Spot stehen darf. Das sackt halt so dermaßen. Wenn du irgendwo stehst, wo du nicht rumkommst, dich nicht auskennst. Auskennen ist jetzt bescheuert, aber ihr wisst, was ich meine. Es gibt einfach Spots, auf denen man besser spielt als auf anderen. Und für mich ist eigentlich, wenn ich schon nicht auf B stehen darf, weil mein Team so behindert ist und einfach drauf geht, obwohl ich ansage, da muss ich schon mindestens Apartments gehen. Sonst fucken die mich zu sehr ab. Guck, jetzt geht er da rein. Ist eigentlich meine Stellung in Apartments. Na, Sack. Da ist noch einer. Oh Gott, das sind sogar noch zwei. Ich ziehe mich ein bisschen zurück. Ich stehe leicht blöd da. Kollege ist da drin, okay. Ha! Hey, he's coming. Oh, das war so bescheuert, ne? Ich gehe rein. Ich dachte noch, er war ganz hinten bei der Treppe. Ich schmeiß die Granate, wo ich eigentlich hätte sterben müssen, weil er schon so close war. Und dann gehe ich direkt wieder rein. Wo er voll Fokus hat. Warum mache ich sowas? Ich raff's nicht. Orange, geh doch einfach hoch. Ist mir jetzt gerade mal Waschzippel egal. Ja, danke, Orange. Du bist der Beste. One second, mate. Oh shit, dude. Oh shit, brr. Angeblich ist noch jemand in Apartments. Ich erwarte sie. Es sind noch vier. Also könnte noch irgendwo was sein. Da vorne kommt jetzt gleich einer und der hat eine AK. Das ist ein bisschen eklig. Ich würde sehr gerne einen Molly schmeißen, aber wenn ich ihn schmeiße, dann steht er da und fickt mich. Wo ist Apartments? He's gone boiler. He's running mid. He's banana now. Yeah, incoming. One is coming from banana. Okay. Okay, perfect. Ah, bomb is down. Yeah, nice. Just wait. Okay. 50-50. Naja, so, Blau hat sich jetzt entschieden, einfach A zu gehen, ohne zu tauschen mit jemandem. Er hat nicht gesagt, er will mit dem oder sehen. Ach, jetzt geht er auf Orange. Bleib. Das ist doch mein Platz, Blau. Da, du bist ein Play, das Arschloch. Weißt du das? Aha. Schade, dass es kein Headshot war. Ah, es war einer. Ah, ist klar. Hab ich nicht gemerkt. Und ist still apartment screen, attention. Ja, yeah, he's his second man. Ich geh den Molly hin. Wow, habt ihr den Molly gesehen? Müsst ihr euch merken, ist sehr profibehaftet. Ja, da haben schon sehr viele Profis dran gefasst. Fuck! Ich wollte gerade sagen, oh, ich fühle mich gerade echt ziemlich on point. Und dann mache ich sowas. Ich dachte aber auch, dass er hier vorne sitzt mit der Bombe. Ich habe nicht damit gerechnet, dass er da mitten auf dem Spot legt. Dass ich ihm null Damage gegeben habe, finde ich ein bisschen schade. Ich hätte auf den Kollegen warten sollen. Das wäre die bessere Möglichkeit gewesen. Apartments, nice. Bombi. Lass mich, okay, let's go. Let's go together. So, du Sack. Oh, der war ja wirklich... Fuck. Ja! Oh, Leute, es rennt gerade. Wie Durchfall. Wie Durchfall. Es läuft einfach super. Natürlich soll man den Tag nicht vor dem Abend loben, ich weiß. T könnte noch richtig knausrig werden. Also vielleicht sogar so hart, dass wir doch verlieren. Aber ich bin bis jetzt schon sehr zufrieden mit meiner Leistung. We are fucked, what the fuck, man, ich lebe doch noch, alles ist cool, oder? Oh, er hat recht, wir sind gefickt. Jetzt bin ich nämlich auch tot. Ja, now. Ach, T wird schon irgendwie gut laufen, oder? Sind da nur noch 6 Hunden. Also aimstark fühlen sich die Gegner wirklich nicht an. Das gebe ich. Aber dann halt irgendwie doch. Oh, scheiße. Sie sind schon mal sehr Nate-stark, das muss man ihnen lassen. Klar, die Nates sind auch eigentlich Standard, dass man die hier schmeißt, ne? Logisch. City is down, on spot B. Left side. He's still left side on spot B. Kommt schon, der ist immer noch da. Der war immer noch da, warum legt ihr denn die Bombe, Leute? Wir mussten ihn unbedingt killen. Also den muss man schon killen, bevor man die Bombe legt. Das war jetzt echt weak. Was habe ich ihm gegeben? Ich habe nur dem Vincent gedrückt, dem anderen nichts. Okay, should we wait for Nates? Oh, okay. Oh shit, jetzt bekommt er von der Mitte den Nate ab. Let's go, easy. Behind, okay, let's go for plan fast. Ach, scheiße. City one. Das macht er locker. Guck mal, er hat...
Nur noch zwei Gegner. Er hat noch einen ganzen HP. Und 69 Schild, der ist praktisch wie am Anfang der Runde ausgestattet. Ha, doch nicht. Also ich gehe auf jeden Fall über Second mit, weil der... Genau, weil der Gegner da auf Mitte, der schmeißt immer Nades auf die Mitte halt runter zu uns. Und das ist schon ein bisschen cakey. Ich reiß mal jemanden in Apartments ein. Alles klar, Apartments ist smoked. Gut, gut, gut. Wir gehen auf den First Kill. Das ist eigentlich so meine Lieblingsgeschichte hier. Weil man hier doch sehr oft jemanden hat, der entweder Banane oder bei Second Mid oder bei Mitte irgendwie pusht oder sich zeigt. Manchmal gibt es sogar einen, der hier oben im Fenster steht, was sehr darm ist. Wow, ich dachte kurz, ja, da ist er schon. Die Bombe ist jetzt ein bisschen eklig down bei unserem AWPler. Die hole ich mit. Wenn der gepusht wird von Banane, will ich nicht, dass die Bombe in der Hand der Gegner ist. Nice. Let's go fast. Easy. One is pit, yellow. Orange. Yeah, he's pit. Need help. Pit is down, I'm gonna plant for short and apartments. Sehr schön, 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 sehr schön. Noch schön die Pflanzen kaputt machen, das muss der merken. Das wird voll der A-Gang. I go apartments. Easy guys, easy. Is apartments clear? Check pit, right side. Yeah, it's clear. I'm gonna plant for balcony. Is pit clear? Okay. Ich werde in apartments bleiben. Oh Gott! Leiche, willst du mich verarschen? Wir haben eh gewonnen. Naja, Kollege kann sich ruhig verstecken. Oh Gott, Cream wird sterben. Ja, oh Leute, ich hab das Hühnerhaus gefunden. Nice, let's go fast. Need help. Side is down. You gonna plant? Ja, I plant safe. Nice. Ja! No scope, bitch! Nice! Reporty, reporty! Ja. Sehr schön, sehr schön. Hier, komm, gönn dir mal meine AK. Wir sind gerade ziemlich hart am Reißen hier, also es ist echt krass, wie sieht's aus? Ach, ich bin leider nicht mehr Erster, aber es fühlt sich schon echt gut an. Wobei ich auch sagen muss, das ist bestimmt kein Uprank-Match. Also die letzten zwei Spiele waren Loses, ich denke, ich könnte wieder Richtung Downrank gehen. Deswegen spiele ich hier wahrscheinlich schon ein Downrank-Match. One is Balcony, I think. Attention, Blue. Yeah, one is Balcony. Na, wir können kaufen, ja. Wir haben alle gekauft, wir haben sogar eine AWP, also es kann eigentlich nur super werden. Grün macht auf Mitte immer ziemlich viel Radau, das ist echt nice, weil er da oft direkt einen wegholt. Und das Blau da hinten steht, ist auch Hammer. One is mid. He's half HP. Scheiße. Oh Gott, der kommt hinter dir, geblau. Nein, 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 nein. Ja, Molly, schnell, 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 bevor er da steht. Das ist immer so der Moment, wo er dann eigentlich schon kommt und dich fickt, weil er einfach der Time-König ist. Time-Luck des Grauens. Wally und ich hatten schon so ein paar Runden, da war es nicht ertragbar. Das Time-Luck bzw. Time-Pech, es ist ja eigentlich dasselbe. Das eigene Time-Pech bzw. Time-Luck der Feinde, es war so wahnsinnig. Immer, grundsätzlich, sobald du nicht mehr den Spot abgeaimt hast, den du abgeaimt hast, kommt er genau dort. Immer wenn du gerade eine Utility ziehst oder deine Waffe wechselst, dann kommt einer oder zwei. So, noch zwei Runden. Ja, moin. Haha. Ist in die Hose gegangen, ne? Ja, das habe ich jetzt echt genossen. Nice. Alter, wie wir die zerreißen? Man muss schon fast sagen, dass wenn einem das Spiel ein Low-Rank-Match gibt, weil man eben langsam am Low-Ranken ist, dann ist es ja auch schon fast wie Skill-Faking oder Smurfen. Es kommt mir gerade unglaublich leicht vor. Passt auf, ich sag schon mal ein paar Ranks voraus. Ich denke, es sind mindestens zwei hier in der Gegner-Lobby, die Doppel-AK sind. Hoppala. Dann sind wahrscheinlich zwei DMGs dabei und dann einer, also beim letzten bin ich mir nicht ganz sicher. A1 Scout? Ja, yeah, he's on long. There was one off on B. Okay, incoming. Then go B. Coming in a few seconds. La 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 la. Ich denke, der letzte ist second mid, ne? Das heißt, wir müssten eigentlich den Sieg in der Tasche haben, weil er von hier hinten kommt. Nice. GG, guys. Richtig, richtig edel. Und genauso wie letztens auch. Einfach komplett uneingespielt. Nackt praktisch. Und, wie sieht's aus? Ah! Oh Gott! Oh shit! Das wäre ultra das Downrank-Match gewesen. Guckt euch das an. Heilige Scheiße. Schau mal, erst zwei Ranks unter mir, da der zweite. Das wäre sowas von in die Hose gegangen. Holy shit. Vielen Dank, dass ihr zugesehen habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Für einen von den Leuten, die jetzt noch da sind, gibt es einen CZ75 Auto Polymer. Schreibt einfach in euren bereits wahrscheinlich geschriebenen Kommentar, so beiläufig nebenbei noch, welche eure Lieblingswaffe ist in CSGO. Also welche ihr so am liebsten spielt. Nicht Lieblingsskin, sondern liebste Waffe. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.